So, wir wollen uns heute mal gemeinsam ein Horrorspiel, und zwar das Spiel Shining Hotel Lost in Nowhere, ansehen. Ich bin jetzt ungefähr das 7. Mal dabei, hier irgendwelche Soundeinstellungen zu finden, die halbwegs passen. Ich hoffe, das geht jetzt so, wie ich das ausprobiert habe, aber irgendwann finde ich mich da vielleicht auch noch ein bisschen besser rein. Ich glaube, ich gucke mal zu den Einstellungen. Wir spielen auf sehr hoher Qualität in 1080p. Töne, oh, das passt so. Auch wenn es relativ laut auf meinen Ohren ist. Und dann klicke ich mal auf Spielen. Shining Hotel Lost in Nowhere. Es lädt und lädt und lädt. Ach ja, das Schönste an Spielen sind die Ladebildschirme. Oh. Wir wachen auf und da steht was an der Wand. Mal schauen. Du warst schon hier. Das ist doch glatt gelogen. Schaue aus dem Fenster und gehe in Raum 221. Okay. Oh Gott. Wie bewegt denn der Typ sich? Wir haben ein relativ dreckiges Bett. Hm, nichts Ungewöhnliches? Was? Okay. Eine hässliche Lampe. Ein... Oh, Kaffeeflecken. Schön. Und ein... sehr ekliges Bett. Aber wir sollen ja aus dem Fenster schauen. Mal gucken, was da los ist. Oh, offensichtlich eine Stadt bei Nacht oder so. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Ich soll in Raum 221. Ich öffne die Tür. Huch. Oh, offensichtlich, ja, das ließ der Titel auch vermuten, sind wir in einem Hotel. Und zwar in Zimmer 209. Wollen wir mal schauen, was hier sonst noch so geht. 211, 207. Ich kann hier scheinbar nirgendwo rein. Es bietet sich mir keine E-Funktion. 219. Kann man nicht lesen. Treppenhaus. 221. Hier sind wir rein. Oh, und da geht das Ganze wieder von vorne los. Ich denke, das ist aber so gewollt. Ja, da steht ein anderer Text. Mal gucken. Es tut mir leid, aber du bist auch in der Schleife gefangen. Ich hatte keine Wahl. Okay, es geht offensichtlich um eine Schleife, dass wir immer wieder aufwachen. Alles klar. Oh, hier sind Kaffeeflecken. Oh, was für ein hässliches Bett. Und dreckig ist es. Und ich schaue aus dem Fenster und es ist offensichtlich eine Stadt. Bei Nacht oder sowas. Und ich soll da wohl wieder raus. Hier hat sich, glaube ich, noch nichts verändert. Außer, dass ich ein Baby auf dem Ohr habe. Was offensichtlich schreit. Na, dann wollen wir mal zu dem Baby gucken, was es denn so hat. Lalala. Taps, taps, taps. Oh, hier kann ich jetzt rein. Oh, ein Kinderzimmer. Ne, das passt ja auch zum Baby. Huch. Okay. Gut. Hier sind Spielsteine. Nochmal die Stadt. Ist hier nichts. Okay. Den nächsten Tag. Der Tag vielleicht? Nacht? Der Schleife. Was steht da jetzt? Das war die Mutter. Nun gut. Ich möchte mal in unser Bad rein, aber immer wenn ich hier E drücke, dann gehe ich sofort in den Flur. Oh, das Nachbarzimmer. Der Nachbar ist da. 211. Huch, da spricht offensichtlich jemand im Radio. Huch. Das klingt nicht so gut. Okay. Offensichtlich auch nichts machen. Dieser Albtraum muss gestoppt werden. Ich muss in Raum 221 gelangen. Uah! Wer bist du denn? Hallo? Guten Tag. Bleib schön da. Ich gehe hier nur rein. Oh! Wall of Text. Im wahrsten Sinne. Und der Himmel hat sich verändert.
Der Zusammenbruch hat die Welt aus den Angeln gehoben. Das war ein Beispiel dafür, wie ein Mensch zwischen den Funkfrequenzen gefangen sein kann. Halte dich fern von Geräten. Huch, was zur Hölle? Okay, jetzt ist das Gerät aber bei mir im Zimmer. Wie soll ich mich davon fernhalten, Leute? Und der Himmel ist rot geworden. Sieht nett aus. Was war das denn gerade? Bin ich jetzt zwischen den Frequenzen gefangen? Huch. Pornolicht. Hier ist es dunkel. Habe ich eine Taschenlampe? Nee. Na gut. Schauen wir mal. Da brennt ja Licht. Vielleicht sollen wir ja dahin. Oh nein. Ein Fernseher. Ich soll mich doch von Geräten fernhalten. Wie soll ich das tun? Ich soll dahin, offensichtlich. Und da sind Zahlen. 1. 9. 8. 7. 6. Ach, das ist ein Countdown. Okay. Was passiert, wenn der Countdown abläuft? Der Fernseher geht aus. Alles klar. Huch. Ja, super. Aber wenigstens der Fernseher wieder an. Jetzt ist er wieder aus. Hallo, hallo, hallo. Hä? Puff. Voll ins Gesicht. Huch. Oh, hallo. Hau mal ab, Alter. Hau mal ab. Der hat eine Kamera als Kopf. Aber offensichtlich tun die mir nichts. Naja. Ich hatte gedacht, ich muss fliehen. Ach so, was soll ich jetzt eigentlich tun? Soll ich jetzt hier wieder... Wow. Öffne die Tür, aber die Tür ist doch auf. Huch. Ach so, okay. Da war irgendwas komisch gerade. Oha. Jetzt wird's aber abgewrackt hier bei uns in der Hütte. Also für dieses Hotel würde ich kein Geld mehr bezahlen. Jetzt steht noch nicht mal mehr ein nettes Sprüchlein an der Wand. Und die Stadt sieht ein bisschen merkwürdig aus. Und wir haben Fernseher, immerhin. Schönes Upgrade fürs Zimmer. Hallo, da sind die Antworten auf deine Fragen. Im Jahr 2056 kamen die Kreaturen in unsere Welt. Niemand konnte sie aufhalten, nichts konnte ihren Hunger stillen. Die Menschheit hatte sogar keine Zeit, auf ihren Angriff zu reagieren. Die Kreaturen fangen an, die Realität umzubauen und an sich anzupassen. Die Naturkonstanten haben sich verändert, der Raum hat sich verzerrt. Den Überlebenden ist nichts anderes übrig geblieben, als ziellos zwischen beschädigten Dimensionen zu wandern, nur um dann gefressen zu werden oder sich für immer in anderen Welten zu verlaufen. Dieses Hotel ist einer der wenigen stabilen Orte auf der Erde. Ja, der Zusammenbruch hat es auch betreffen, aber zumindest kannst du mit deinen Füßen... Wow, wow. Den Boden... Wo bin ich? Den Boden treten... What? Wie du siehst, nach dem Zusammenbruch ging alles drunter und drüber. Man begegnen ihren Doppelgängern, alterte und starb an einem einzigen Tag, erlebte die gleichen Momente ihres Lebens wieder und wieder. Und dieses Hotel erlebt dasselben Zyklus, der mit Raum 209 verbunden ist. Und es gibt Millionen mögliche Versionen dieses Zyklus. Erinnerst du dich an diese Aufschriften an der Wand? Ich war es, der sie geschrieben hat. Dankeschön. Genau gesagt, du warst es. Und einer von uns hat nichts geschrieben. Er wurde von seiner Mutter gefressen oder blieb zwischen den Frequenzen stecken. Also, wie ich bereits sagte, du kannst von Glück reden, aber die Entscheidung liegt... Wer soll das so schnell lesen können, Leute? Oh, jetzt sieht es zumindest wieder schön aus hier bei uns. Na, mal gucken, wie das hier weitergeht. Oh. Möchtest du aus dem Fenster springen? Ja. Dieser Fall wird nie enden. Okay. Oh.
Okay, da haben wir das Spiel schon durchgespielt. Was wäre jetzt passiert, wenn wir nicht aus dem Fenster gesprungen wären? Das würde ich mir auf jeden Fall auch gerne noch anschauen. Vielleicht mache ich das gleich noch, aber ihr habt ja gerade gesehen, meine Akkulaufzeit ist ja bei 9 Minuten, also sollte ich vielleicht das schnell mal erledigen. Bis gleich. So, da sind wir auch schon wieder und wollen uns mal anschauen, wie das Ganze weitergeht, wenn ich da jetzt nicht aus dem Fenster gesprungen wäre. Ich glaube nämlich, dass es dann ein anderes Ende gibt, aber mal sehen. Und vielleicht schaffen wir das dann ja auch mal, die Wall of Text zu lesen, die da in diesem schönen Fernseher geschrieben stand. Ich konnte es nämlich nicht so schnell lesen, weil sich der Text die ganze Zeit verschoben hat. Ich meine, ihr könnt das zwar pausieren, aber ich möchte ja auch wissen, worum es geht. Auch wenn das sehr, sehr komisch übersetzt war. Keine Ahnung, in welcher Sprache man das Spiel eigentlich spielen sollte, weil ich kann hier nichts auswählen an Sprachen. Und wenn das jemand geschrieben hat, dessen Muttersprache Deutsch war, dann, ja. Also, auf in eine zweite Runde. Das war ja jetzt nicht so lang und auch nicht so schwer. Das kann man ruhig nochmal machen. So, wir rushen uns da jetzt ein bisschen durch. Ich war schon hier und ich schaue aus dem Fenster und gehe in den Raum 221. Oh, ich muss zuerst aus dem Fenster schauen. Nichts Ungewöhnliches. Super. Da soll das also eigentlich hin. Okay. Na dann mal los. Hüpf, hüpf, hüpf. Irgendwie. So geht doch niemand. Und da wachen wir auch schon wieder auf und sind in einer Schleife gefangen. Und er hatte keine Wahl. Okay. Oder sie? Man weiß es ja nicht. Wir können hier rausgehen. Ach ja, jetzt das Baby. Das Baby schreit. Oh. Oh. Fertig. Oh, es wird schon schmuddeliger bei uns im Raum. Bis eben sah es irgendwie noch schöner aus. Und das war die Mutter. Ja, genau. Das war die Mutter. Ach ja, das Radio. Kriegen wir wieder eine Taschenlampe, die dann gleich wieder nicht da ist. Was ist das? Was leuchtet uns hier so an? Ich habe keine Ahnung. Wo muss ich jetzt hin? Ach ja, jetzt kann ich mir den Typen auch mal genauer anschauen. Das hat mich nämlich gerade geärgert. Ich habe mir den gar nicht angeschaut. Hallo, nackiger Mann. Oder ist er nackig? Ja, der sieht nackig aus. Popo. So. Ich wollte da jetzt nicht zu dicht dran gehen, vielleicht nicht, dass man hier doch noch sterben kann und wir dann alles schon wieder machen müssen. Ich soll mich fernhalten von Geräten, die mir aber dann in den Raum gestellt werden. Alles klar. Ich glaube, jetzt kommt der Fernseher. So war das doch. Wow. Huch. Da stand gerade jemand. So. Hier ist Licht. Countdown läuft. 10. 9. 8. Ach, ich kann aber schon anfangen, scheinbar. Gut. La la la. Muss ich das hier einfach nur beliebig oft machen, oder? Verstehe ich hier irgendwas nicht? Ja, scheinbar schon. Der konnte uns ja nichts anhaben, oder? Oh, der verschwindet auch, wenn er uns sieht. Alles klar. Die Tür irgendwie öffnen, aber die ist doch auf. Ich verstehe nicht. Öffne die Tür. Okay. Jetzt haben wir einen Fernseher bekommen. Jetzt. Hä? Das war doch gerade gar nicht. Hä? Was habe ich sonst anders gemacht?
warum ich den Part hier geskippt habe. Naja. Treppenhaus. Ja. SCP oder was? Oder muss ich wieder hoch? Ich entscheide mich mal noch eine Weile lang für unten. Vielleicht kommt ja was. Wir springen freudig die Treppen runter. So langsam. Ändert sich hier irgendwas? Oder... Oder gehe ich hier wirklich immer nur die gleichen Stockwerke entlang? Spiel ganz kurz und es kommt Flugzeug. Nicht Flugzeug. Spielzeug, wollte ich sagen. Von der Decke. Huch! Finish it. Beende es. Ist hier noch irgendwas? Nee. Jetzt soll ich schon wieder irgendwo runterspringen. Was ist da? Hm. Oh. Ja. Ja. Ich frage mich, was ich jetzt anders gemacht habe als vorher. Eigentlich nichts. Wir haben wieder Fernseher. Ah! Huch. Oh, wie kann man sich zweimal so blöd vor dem gleichen Jumpscare erschrecken? Hallo, da sind die Antworten auf deine Fragen. Im Jahr 2056 kamen die Kreaturen in unsere Welt. Niemand konnte sie aufhalten, nichts konnte ihren Hunger stillen. Die Menschheit hatte sogar keine Zeit, auf ihren Angriff zu reagieren. Die Kreaturen fangen an, die Realität umzubauen und an sich anzupassen. Die Naturkonstanten haben sich verändert, der Raum hat sich verzerrt. Den Überlebenden ist nichts anderes übrig geblieben, als ziellos zwischen beschädigten Dimensionen zu wandern, nur um dann gefressen zu werden oder sich für immer in andere Welten zu verlaufen. Dieses Hotel ist einer der wenigen stabilen Orte auf der Erde. Ja, der Zusammenbruch hat es auch betreffen, aber zumindest kannst du mit deinen Füßen den Boden treten. Du kannst von Glück reden, also es gibt dieses Hotel und es gibt auch keines. Er ist in einer Schleife, genau wie du. Die Dimensionen sind endlos und so ist die Schleife. Du kannst versuchen, dich selbst zu opfern, aber glaube mir, es wird dir nicht helfen. Und an deiner Stelle hätte ich auch nicht versuchen, aus dem Fenster zu springen. Oh, okay. Weil es nicht so ist, wie es scheint. Was sollst du tun? Du kannst mich fragen. Ich sage die Worte. Bla. Wie du siehst, nach dem Zusammenbruch ging alles drunter und drüber. Man begegnete ihren Doppelgängern, alterte und starb an einem einzigen Tag. Er erlebte die gleichen Momente ihres Lebens wieder und wieder. Und dieses Hotel erlebt denselben Zyklus, der mit Raum 209 verbunden ist. Und es gibt Millionen mögliche Versionen dieses Zyklus. Erinnerst du dich an dieses Aufschriften an der Wand? Ich war es, der sie geschrieben hat. Genau gesagt, du warst es und einer von uns hat nicht geschrieben. Er wurde von seiner Mutter gefressen oder blieb zwischen den Frequenzen stecken. Also, wie ich bereits sagte, du kannst von Glück reden. Aber die Entscheidung liegt auf jeden Fall bei uns, ob wir diesen Zyklus akzeptieren wollen. Ohne Nein, ich plauderte in diesem Bildschirm allzu lang. Es gibt kein Entkommen, stoppe es. Okay, das war dann doch zu viel. So, jetzt möchte ich nicht aus dem Fenster springen. Diese Info hat uns im Run vorher wohl gefehlt, weil ich nicht so schnell lesen konnte. Aber es ist ja auch ein bisschen, ein ganz klein bisschen. Möchtest du den Zyklus starten? Ja. Du hast dich zum Zyklus verurteilt. Okay. Du warst schon hier? Ach so, dann beginnt das Spiel einfach nochmal von neu. Na großartig. Dann hätte ich vielleicht erst dieses Ende spielen sollen und danach das andere. Nichts Ungewöhnliches. Oder ist jetzt hier noch irgendwas anders? Mal gucken. Also wenn ich vermeintlich Rennen drücke, wird er eher langsamer als schneller. Nee, hier ist nichts anders. Das ist das gleiche nochmal von vorne. Okay. Wir sind jetzt auf jeden Fall hier in dieser Schleife gefangen und erleben das immer und immer wieder. Aber das ist ja mein Problem und nicht euers. Ihr könnt euer Leben weiterleben. Tut das bitte. Ich danke euch fürs Zuschauen. Und wir schauen uns dann bei Gelegenheit mal ein anderes Horrorspiel an. So viel Horror war jetzt hier nicht dabei.
Horror ist eher wie der Typ geht und generell die Steuerung ist ein wenig seltsam. Aber ja, es gab einen Jumpscare, bei dem ich mich ein bisschen erschrocken habe. Alles andere war doch relativ sanft. Wie gesagt, ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!